Einsatz hinter sich gebracht hat. Sein Kommodore heftet ihm die goldene Frontflugspange an. Generalmajor Pelz, der Führer der Kampffliegereinsätze gegen London, auf dem Gefechtsstand. Weitere Landemeldungen gehen ein. Noch fehlen einige Maschinen. Die erste Zigarette nach dem Einsatz. Ein Flugzeugführer erstattet dem General Bericht über den Verlauf seines Fluges. Ein anderer schildert seinen Kameraden, wie sie den Angriff feindlicher Nachtjäger abwehrten. Der Führer empfängt in seinem Hauptquartier verdiente Offiziere und verleiht ihnen für ihren vorbildlichen Einsatz und ihr tapferes Ausharren bei der Schlacht im Kessel von Tscherkassy hohe Tapferkeitsauszeichnungen. General Lee. SS-Gruppenführer Gille und SS-Hauptsturmführer Degrelle. SS-Hauptsturmführer Degrelle, der Führer der Kampfgruppe der Wallonen, wurde mit dem Ritterkreuz ausgezeichnet. Panzerschlacht im Osten. Bei Sonnenaufgang treten deutsche Panzer aus der Bereitstellung zum Gegenstoß an. Auch Stuka sind angefordert. Grenadiere gehen vor und folgen den ausgeschwärmten Kampfwagen. An dieser Stelle fiel kein Schuss. Unsere Beobachter hatten rechtzeitig erkannt, dass es sich nur um Attrappen handelte. Der Kommandant macht die richtigen aus. Das Feuer wird eröffnet. Überläufer. Deutsche Infanteristen, die die vorgeschobenen Stellungen bereits gesäubert haben, stoßen weiter vor. Kampfraum Süditalien. Unter starkem Einsatz von Kampffliegern, Artillerie und Panzern hat der Kampf im Brückenkopf von Ettuno eine Härte angenommen, die an die schwersten Materialschlachten des Ersten Weltkrieges erinnert. Der britische General Alexander ließ Churchill übermitteln, dieses Ringen sei fürchterlich. Schwere Flak bei der Abwehr der anhaltenden feindlichen Luftangriffe. Stürzt eine Maschine ab.
Ausschnitt aus dem Schlachtfeld. In einer Bereitstellung unserer Grenadiere. Auf der Straße nach Aprilia. Das Leitungsnetz einer höheren Befehlsstelle. Sturmeinheiten einer Fallschirmjägerdivision stellen sich bereit. Einschläge schwerer feindlicher Artillerie. Der Befehl zum Angriff wird gegeben. Durch das Moletta-Tal nach vorn. Der Druck des deutschen Soldaten und seines Materials ist so stark, dass der dem Gegner zur Verfügung stehende Raum immer enger wird. Das Dorf Netunja unter Artilleriefeuer. Gefangener. Die gefangenen Angloamerikaner marschieren auf der Straße, die sie zum Siege führen sollte. Ein geräumtes Minenfeld. Auf dieser Straße von Aprilia nach Netuno liegen die Granattrichter meterdicht. Dieser für beide Seiten wichtige Verbindungsweg war schwer umkämpft und wechselte mehrfach den Besitzer, ehe er endgültig in deutsche Hand kam. Die Straße ist mit Trümmern zerschlagenem Material, vernichteten Kampfwagen, Infanteriewaffen und vielen Toten bedeckt. Sind die Überlebenden einer eingekesselten feindlichen Kampfgruppe, die bei den harten Kämpfen südlich Aprilia zusammengeschlagen wurde. Immer wieder meldet der OKW-Bericht den erfolgreichen Einsatz deutscher Schnellboote. Eine Flottille auf dem Marsch ins Operationsgebiet. In der Nacht ziehen die schnellen Fahrzeuge ihre weißen Hecksehen durch das Meer. Kleine Fahrt voraus. Maschinenstopp. Die befohlene Position ist erreicht. Die Boote liegen in Lauerstellung. Stundenlang suchen die Augen den nächtlichen Horizont ab. Die Geduld wird auf eine harte Probe gestellt. Da stimmt was nicht. Ein feindlicher Dampfer in sich. Los! Backbord, los! Äußerste Kraft voraus! Ruder hart, Steuerbord! Feindliche Sicherungsfahrzeuge werden durch Bordwaffen bekämpft!
Torpedos haben gesessen. Die Boote haben abgedreht und nehmen sich ein. Mit hoher Fahrt auf Heimatkurs.